Hallo, werte Zuschauer. Viele meiner Zuschauer fragen ja nach meiner NAS. Nun soll es endlich weitergehen, und zwar mit der Installation des Betriebssystems. Entschieden habe ich mich ja, wie schon bereits im letzten Video zur NAS gesagt, für das Betriebssystem FreeNAS. Weil ich habe festgestellt, dass das Betriebssystem einmal kostenlos ist und einen sehr hohen Funktionsumfang bietet, womit man auch in Zukunft noch ein paar Erweiterungsmöglichkeiten eventuell zur Verfügung hat. Ja, die NAS, wie ihr seht, ist auch schon im Betrieb. Ich habe das Ganze hier über meine Capture-Karte schon am Laufen. Und gleich stelle ich euch erst einmal noch kurz die BIOS-Einstellungen vor. Würde ich mal sagen, so ganz grob, um dann endlich die Installation von FreeNAS und die Einrichtung meiner NAS zu zeigen. Ganz, ganz kurz nochmal die Hardware vorgestellt. Die Basis ist ein älteres Sockel 1155 System mit einer Ivy Bridge CPU, dem Core i3 3220 mit 2 Kernen und Intels Hyper-Threading Technik, der taktet mit 2,3 GHz. Das Mainboard ist ein Gigabyte. Ich muss das jedes Mal wieder ablesen. Das GA H61. Das ist jetzt das Kabel davor. H61M S2PV. Genau. So, das ist das Mainboard. Micro ATX Mainboard. Als Hauptspeicher ist verbaut insgesamt 8 GB DDR3, taktet mit 1333 MHz in meinem Falle. Dann habe ich noch ein Netzteil verbaut, natürlich von Be Quiet, das Pure Power 10 mit 300 Watt, genau. Reicht ja vollkommen aus. Als CPU-Kühler ist verbaut ein Sky Ryzen, damit er halt nicht so laut reden muss. Wobei der Core i3 hat auch nur eine TDP von 55 Watt. Und es sind natürlich zahlreiche Festplatten verbaut. Und zwar zwei Western Digital NAS-Festplatten aus der WD-RED-Serie mit jeweils 4 TB, 2 Stück. Das ist das Herzstück hier dieser NAS. Sowie zwei E250 GB 2,5 Zoll Festplatten. Die sind an einem Zusatz SATA-Controller von D-Log angeschlossen. Das ist dieser hier. Und noch ein DVD-ROM-Laufwerk ist verbaut. Ja, und auch noch Gehäusebelüftung, damit der Hardware auch nicht ganz so heiß wird. Einmal hier ein Be Quiet Pure Rings. Genau. Nee, Shadow Rings, Verzeihung. Mit 120 mm. Hier an der Front. Und noch ein weiterer Be Quiet Shadow Rings mit 92 mm am Heck. Und hier drunter ist noch eine 30 GB SATA SSD für die NAS-Software, sollte ausreichen. Eine Western Digit. Nee, eine SanDisk. Nee, eine Kingston ist das. Eine Kingston V100. Ja, nichts Besonderes. Hier seht ihr jetzt das BIOS des Gigabyte H61M S2PV Motherboards meiner persönlichen NAS. Möchte ich euch nochmal kurz die Einstellungen vorstellen, die ich hier getätigt habe. So, hier seht ihr jetzt nochmal alle Informationen zum Prozessor. Den habe ich euch ja auch schon vorgestellt. Dann geht's weiter mit PC Health Status. Da seht ihr dann nochmal die ganzen Spannungen, die vom Netzteil bereitgestellt werden und Lüftergeschwindigkeiten. Das ist also auch alles hier im grünen Bereich. Der CPU-Lüfter ist so eingestellt, dass er möglichst langsam dreht, weil, wie man vielleicht auch sehen kann, der Prozessor ist gerade einmal 28 Grad warm. So, dann gibt es hier nochmal ein paar Systeminformationen. Da sieht man auch nochmal, welche BIOS-Version hier installiert ist. Das ist die FID. So nennt sie sich hier. Hier seht ihr dann nochmal die direkt an den SATA-Anschlüssen des Mainboards angeschlossenen Laufwerke. Das sind einmal die Kingston SV100 SSD für das NAS-System, also das Betriebssystem der NAS. Dann 2 je 4 TB WD-RED-Festplatten von Western Digital und am vierten SATA-Port
ist das DVD-Laufwerk angeschlossen. So, das überspringen wir, denke ich mal. Nee, da wollte ich euch auch noch mal eben was zeigen. Und zwar habe ich ein paar Sachen eingestellt. Hier Boot Options Filter ist sowohl UEFI als auch Legacy eingestellt. Aber hier bei Speicher abräumen wird Legacy First und auch bei den sonstigen ROM-Prioritäten von PCI-Geräten wird Legacy First angesprochen. Also Legacy Op-ROM. Das musste deshalb so eingestellt werden, damit ich auf meine SATA-Controller-Karte zugreifen kann. Die hat nämlich auch so ein BIOS intern, also Onboard. Und das geht halt nur mit Legacy-Support deshalb. Man kann mit dieser SATA-Controller-Karte nämlich auch RAID-Verbünde einrichten. Das lasse ich aber sein, weil das von FreeNAS abgeraten wird. So, hier sieht man auch nochmal, dass der SATA-Controller den AHCI-Modus unterstützt. Habe ich so eingestellt, weil das ist ja ein modernes System. Und alles, was ich nicht brauche, wie zum Beispiel Audio oder auch die Legacy-Schnittstellen wie seriell und parallel, habe ich stillgelegt, damit das noch ein bisschen Energie spart. So. Und ich habe auch noch ein BIOS-Profile gespeichert. Das habe ich dann NAS genannt. Dieses BIOS-Profil habe ich auch auf den Stick gezogen. Falls also mit dem BIOS irgendwas nicht stimmen sollte, dass ich das irgendwie beschädigen sollte durch eine falsche Einstellung, habe ich jedenfalls die hier bis dato getätigten Einstellungen in einem Profil gesichert, dass ich dann im Fall der Fälle laden kann. Nun kann es endlich losgehen. Ich habe mir vorhin FreeNAS auf eine wiederbeschreibbare CD gebrannt. Und zwar die Version 11.1. Also die bis dato aktuellste Version. Dann drücke ich jetzt die Enter-Taste, damit der Rechner von der CD booten kann. So, jetzt muss ich mal gucken, was ich hier möchte. Das mache ich auch gerade zum ersten Mal, die Installation von FreeNAS. Ich bitte dies also zu entschuldigen. Ah ja, ich dachte schon, aber jetzt geht es weiter. Hier gibt es irgendwelche Fehlermeldungen. SCSI Status Error. Irgendwas mit dem Logical Unit, sagt er hier. Ich mache nochmal einen Neustart. Das hat jetzt gerade keinen Zweck. Die ganzen Fehlermeldungen hier, die sind mir auch neu. Ich bin, wie gesagt, nicht vorbereitet. Ich mache das ja gerade zum ersten Mal. Schon wieder der Fehler. Das gibt's doch nicht. Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung. Also, das hat jetzt momentan hier keinen Zweck. Also, muss ich jetzt abbrechen. Ich komme da momentan leider nicht weiter. Also wenn ihr da Hinweise und Tipps für mich parat habt, immer her damit. Weil so steht das Projekt FreeNAS auf der Kippe. Bedauerlicherweise. Aber ich finde jetzt momentan auch nichts. Ich habe das DVD-Laufwerk sogar noch gewechselt gegen ein anderes. Und ja, ich habe mal ein paar SATA-Laufwerke abgeschlossen. Aber daran kann es auch nicht gelegen haben. Da steht ja auch, hier steht ja auch irgendwas von Optical Medium, ne? Wo steht das denn? Ja, die ganzen Fehler. Logical Unit. Nee, nicht Optical, Logical Unit. Vielleicht sind das die 4TB Festplatten, die mit dem Mainboard BIOS nicht kompatibel sind. Ja, ich habe FreeNAS auf einen USB-Stick installiert und versuche jetzt davon das Betriebssystem zu installieren. Das DVD-Laufwerk habe ich komplett abgeschaltet. So, mal hoffen, dass das jetzt funktioniert. Offensichtlich nicht. Das ist auch gut.
Ja, dann wollen wir doch mal schauen. Jetzt funktioniert's aber, dass auch vom USB-Stick gebootet werden kann oder wie auch immer. Invalid a corrupt kernel image. Oh, dann habe ich den wahrscheinlich falsch geflasht. Ich habe nun die Faxen dicke und installiere jetzt Windows wieder mal. Ja, aber nicht normales Desktop-Windows, nein, nein, sondern ich habe mich für Microsofts Windows Server 2016 entschieden. Mal etwas anderes. Ja, so als Notlösung. Bis dann der Umzug mit dem ASRock Q1100-RTX-Mainboard vollzogen ist. Weil ich möchte jetzt nicht das Mainboard gegen ein anderes wieder austauschen. Deshalb ist das jetzt eine Notlösung. Ja, gut. Werde ich auch überstehen. Aber sobald das ASRock Q1100-RTX verbaut ist, werde ich dann wieder FreeNAS austesten, versprochen. Ja, nur, irgendwie will es gerade nicht. Ich vermute da, dass FreeNAS ein Problem mit dem SATA-Controller hat, dass das irgendwie nicht kompatibel ist. Und ja, wie ich das von einem USB-Stick versucht habe zu installieren, hat er gemeint, dass ja der Kernel irgendwie nicht kompatibel sei oder sowas. Wahrscheinlich war das nicht mit dem System kompatibel. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls bei Windows weiß ich, es funktioniert in der Regel. Ja, und Windows Server 2016, muss man wissen, basiert auf genau den gleichen Kernel wie Windows 10 und Windows 10 Pro. Nämlich, das müsste der NT10-Kernel sein. Ja, das ist aber nicht selbstverständlich, dass der Kernel quasi genauso heißt wie das Betriebssystem. Bei Windows 7 zum Beispiel wird der Kernel 6. irgendwas verwendet. Naja. So, ja, eine Maus habe ich auch, das ist gut. Dann klicke ich hier mal auf Weiter. Sieht ein bisschen so nach Windows 10 aus. Ist es ja quasi auch, basiert ja auf demselben Kernel, also von daher. Gehen wir mal die Installation Schritt für Schritt durch. Ah ja, jetzt muss ich meinen Product Key eingeben. Ja, ich beende kurz eben die Aufnahme. Ich bitte dies zu entschuldigen. Okay, der License Key wurde angenommen. Jetzt ist die Frage, welche Version? Nehme ich jetzt einfach mal die Variante mit der Desktop-Darstellung, weil ich mich da auch nicht ganz so gut mit Windows-Servern auskenne. Das ist gerade mein erstes Mal, dass ich das installiere. Ja, irgendwann fängt man natürlich immer klein an, ne? Ah, okay, Lizenzvereinbarung annehmen. So. Gut. Das sieht quasi genauso aus. Ah ja, genau. Das sieht quasi genauso aus wie eine normale Windows 10 Installation auch, ne? So, auf diesem Laufwerk hier möchte ich das ganz gerne installieren. Mich wundert gerade, dass die anderen beiden SATA-Laufwerke nicht dargestellt werden. Muss ich gleich nochmal schauen. Ich installiere das jetzt einfach mal. Und zwar sage ich neu. Übernehmen. Ja. Gut, und dann formatieren. Ja, 30 GB sollten, denke ich mal, ausreichen. Also für die Zwecke, die ich jetzt damit machen möchte. Die Daten werden ja sowieso hier auf den beiden 4 TB Platten und auf den beiden hier 250 GB Laptop Platten gespeichert. So, dann melde ich mich gleich wieder, sobald ich wieder eine Eingabe tätigen muss. Ja, weiter geht's. Jetzt soll man hier noch ein Kennwort vergeben. Das mache ich auch mal. So. Gut. Was? Okay, jetzt habe ich ein vernünftiges Kennwort. Und das sieht an für sich schon mal vielversprechend aus. Ach so. Zum Entsperren Steuerung Alt Entfernen drücken. Dann mache ich das mal. Steuerung Alt Entfernen, weil die Taste. Ja, jetzt sich anmelden. So. Ah ja, es sieht schon mal vielversprechend aus. Ich bin gleich echt gespannt, wie das gleich aussehen wird. Das sieht natürlich schon nach Windows 10 aus, ist aber
kein klassisches Windows 10. Das darf man nicht vergessen. Das ist Windows Server 2016. Das hat jetzt, naja, direkt jetzt nichts so mit Windows 10 zu tun. Das ist, ne, jetzt kommt schon der Server Manager hier auf, wie man sieht. Oh, dann wollen wir mal schauen. Gut, Audio habe ich deaktiviert, deshalb ja, ist es auch hier in Windows deaktiviert. Das brauche ich ja nicht. So, mal sehen, was wollen wir denn? Da, Datei, Speicherdienste, ne? Das wollen wir. Ja, das sieht doch gut aus. Verwaltbarkeit. So, mal sehen. Ja, das sieht gut aus. Okay, das ist meine interne IPv4-Adresse, die angezeigt wird. Datenträger. Ah, hier. So, jetzt ist die Frage. Wie richtet man das jetzt ein? Ich glaube, ich muss gleich noch mal ein YouTube-Video reinziehen, wie man jetzt hier mit Windows Server 2016 so ein Laufwerk einrichtet für eine NAS. Ich komme gerade nicht damit klar. Das war mir aber auch von vornherein bewusst, dass das komplizierter sein dürfte. Ja, das ist das allererste Mal, dass ich mit so einem Windows-Server-System hier zu tun habe. Da steigt man nicht so einfach durch wie bei Windows 10. Das ist schon ein ganz anderer Schnack, das sag ich euch. Ja gut, dann will ich's noch mal wagen. Also das ist echt kompliziert hier. Ja? Der ganze Kram, wo ist die Maus? Da ist sie. Ja, den kann ich, denke ich, mal schließen. So, wo ist denn hier der Computer? Windows-Zubehör. Oder auch nicht. Aber hier ist der Explorer, genau. Mal gucken, ob ich ins Internet komme. Ja, meinetwegen. So, irgendeine Webseite ansurfen. Nein. Ja. Oh. Aha. Naja, gut. Scheint zu funktionieren. Aber sehr strikte Sicherheitsvorkehrung, wie ich gerade feststelle. Dieser PC, genau, und zwar, das ist einmal hier die SSD mit ihren 32 GB. Da ist noch ein bisschen was frei, reicht also aus. Und zwar, ich muss jetzt in die Systemsteuerung hineinfinden. Da ist sie. So, und zwar System und Sicherheit. Ich wähle aus die Laufwerksverwaltung, Festplattenpartition erstellen und formatieren. Genau, da sehe ich die ganzen Festplatten. Das sind die beiden. Jedoch sehe ich die, ja, beiden 250 GB Festplatten nicht. Schade, schade. Obwohl sie doch eigentlich sonst erkannt werden. So, neues gespiegeltes Volumen. Genau, da haben wir es ja. Weiter. Und zwar soll das mit Datenträger 2 gespiegelt werden. Weiter. Ja, E. Ja, gut, E kann man machen. Ja, weiter. NTFS. Ja, auf jeden Fall. RIFS. Lass es mal auf NTFS. Das nenne ich dann halt NAS 1. Genau. Schnellformatierung. Weiter. Und fertigstellen. Ja, ich weiß. Dadurch können eventuell Daten verloren gehen. So, dauert jetzt ein bisschen, aber dann macht er ein gespiegeltes Volumen. Das heißt, Inhalt auf NAS, also auf der WD Red 1 wird auch auf der WD Western Digital Red 2 gespeichert. So, den schließe ich. Achso, hier der Explorer, genau.
Ich muss doch noch mal eben was machen, und zwar Darstellung und Anpassung. Anpassung. Und zwar die Desktop-Symbole. So, Computer, Benutzerdateien, Systemsteuerung. Ja, gut, die brauche ich eigentlich nicht. So, übernehmen. Okay, da sind die wichtigsten Ordner sozusagen. So. Und jetzt habe ich hier mein NAS-Laufwerk mit knapp 4 Terabyte. Da klicke ich mit der rechten Maustaste drauf und sage, wo ist es denn? Freigeben für. Und zwar die erweiterte Freigabe. So, diesen Ordner freigeben. Freigabename ist NAS 1. So, Berechtigung. Vollzugriff. Ja, das bleibt ja erstmal intern, deshalb jeder. Ansonsten wäre es natürlich schlimm, wenn jeder einfach darauf zugreifen könnte. Ne? Denkt dran. Übernehmen. So, das ist einmal hier freigegeben. Das heißt, von meinem lokalen Windows-PC müsste ich da jetzt darauf zugreifen können. So, eine Sache muss ich noch machen, und zwar in den Energieoptionen. Und zwar auswählen, was beim Drücken des Netzschalters passieren soll. Genau, dann soll er herunterfahren. So will ich es haben. Einige Einstellungen sind momentan nicht verfügbar. Na gut. So. So, Energieplaneinstellung ändern. Weitere Energieeinstellungen ändern. Und zwar die Festplatten. Die sollen nach, ich sag mal, 5 Minuten abgeschaltet werden. Übernehmen. Ja gut, das muss ich nochmal herausfinden, aber ich bin ja schon mal recht froh, dass das hier jetzt so ein bisschen wenigstens funktioniert. An dieser Stelle verabschiede ich mich von euch.